usual. Thank you.
boss. Hallo, hallo, Test, 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 hört man mich jetzt? Ja, jetzt hört man mich. Ich hatte mein Mikro aus, irgendwie. Ah, guten Morgen, Stakes. Ich hatte vorhin schon so Sachen gefragt. Sorry, dass ich, vergessen habe, dass mein Mikro nicht so geschickt pluggen kann. Wie geht's dir denn, mein Kollege? Ja, aggressiv.
Sache ist, ich bleibe hier. Also ich erzähle dir mal etwas Trauriges. Meine Oma ist gestern gestorben. Eigentlich wollte ich heute nicht streamen, weißt du? So, dann habe ich gedacht, komm, einiges scheiße, Digga, einiges anders scheiße. So, dann sagte meine Eltern so, ob ich mit zur Türkei gehen will, weil sie ist in Türkei gestorben. Und das ist ihr, ich sag mal, Vatersland, Muttersland, alles Land. Also da hat sie gelebt. Und sie hat 2 Jahre lang, wirklich 2 perfekte Jahre lang im Bett gelitten, weißt du? Man hat sie jedes Mal, wenn man bei ihr im Krankending da war, hat man nur gesehen, wie die im Bett liegt. Man hat gesehen, wie diese Schmerzen in ihr Auge immer größer wurden. Bis halt, naja, gestern. Hast du eigentlich welche Opa oder Oma Teile hast du noch? Wenn du noch ein paar hast, sag mir. Viele. Tut mir leid für dich, tut mir leid. Sorry. Die Sache ist, ich habe nur noch eine einzige Oma. Meine Mutters Opa, also von meiner Mutter, der Vater, hier, ist gestorben, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, weißt du, so wegen Geldscheiß. Also dann sind wir gleich. Tut mir leid. Ich habe auch noch eine Runde. Weißt du, der erste Opa ist gestorben, dass ich überhaupt ihn kennengelernt habe. Dann mein zweiter Opa. Also der hat mich jeden Tag dahin gebracht. Ja, natürlich in Türkisch geredet, weil er hat mich dahin gefahren. Wir haben ein bisschen geredet, gechillt, weißt du, Sachen gemacht. Die sind dann einmal zur Türkei geflogen, sind da ein halbes Jahr gewesen. So. Dann sind sie nochmal ein halbes Jahr dahin geflogen. Aber das war so ein paar Jahre später. Und dann hat man im Krankenhaus gesehen, dass es so ein komisches Virus hat. Man hat behauptet, dass es Krebs war. Aber ich denke nicht, dass es Krebs war, weil sonst hätte man das schon so richtig gemerkt. So, da hat ja. Da hat man halt gewartet. Ich und mein Vater dann aus der Türkei auch geflogen. Wir haben dann ihn, genau wie meine Oma, gesehen. Ja, da war. Wir haben ihn dann einen Ball gekauft, damit der, wie heißt es, also ein kleinen Stoffball, damit der, ja, damit er ein bisschen stärker wird. Das hat ihm natürlich gefallen. Dann ein, zwei Wochen später haben wir Anruf bekommen. Sache ist, ich kannte diesen Opa schon seitdem ich auf der Welt bin. 14 verfickte Jahre kannte ich diesen guten Mann. Hallo Kenner, willkommen im Livestream. Naja. Ich sag's jetzt direkt. Zeiten kommen und gehen. Anything you need, boss. Zeiten kommen und gehen. Ich krieg keine Luft mehr, weil meine Nase jetzt zu ist. Da ist ja Tücher. Ich bin kurz auf Stopp.
über das. So. Wie gesagt, willkommen in meinem Stream-Kanal. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen guten Tag. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und wie geht's dir? Das ist die Main-Frage hier. Ich war gerade so. Ja, wo will der Noob bei Cards verlassen? Ich wollte ein bisschen Geld machen. In Klammern XP, weil ich wollte eigentlich vor 3 Tagen Level 50 werden. Mein Ziel ist das Ende des Monats Spaß. Ne, Ende des Monats schaff's nie in meinem Leben, Alter. Ich würde sagen, Ende des Monats Level 100 zu werden. What the fuck? Hallo Greenfire, willkommen in meinem Stream. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder dagegen gelaufen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich sag das jetzt zu jedem. Das. Das ist mir leid, Digga. Das ist mir anders scheiße, Leute. Ich sag, das ist. Immer ein Mann so lange kennt. In der Familie und der einfach plötzlich weg ist. Halt. Das ist einfach. Das ist einfach. So ist mir halt. Naja, lass mal versuchen, uns abzuhalten. Deswegen würde ich eigentlich öfters sagen, wenn ich mal so eine Scheiße abgehe. Falsch, falsch. Hallo, ich bin absolut leise. Ja, ich, ja. Ich bin auch heute ein bisschen traurig. Ich bin eigentlich sehr ein bisschen traurig. Warte mal, lass mich meine Kopfhörer richtig anziehen, dann hörst du mich vielleicht besser. Hörst du mich jetzt? Besser? Ups, ich habe auf den Chat geguckt. Rufte die Polizei, weil ich Auto fahre? Geil. Okay, komm drauf an, wieso ich so. Ups. Naja. Ich fahre mit einer Hand. Niemand kann mir etwas sagen. Okay, eine Hand und ein Bein. Ich weiß, ich habe das mit einer Hand gemacht. Ich tue diese eine Joystick an mein Bein und danach lenke ich das damit. Wie weit weg ist diese Scheiße? Ich möchte kurz etwas in meinen Stream. Und ich bin stuck, während ich etwas gucke. Geil. Machen Sie Platz. Oh no! My car sagt der Typ. Ja, hier, dann sagt man, oh no, my life is gone. Warte mal, lass mich was versuchen. Ah, fuck, das ist zu nah. So, oh ne, scheiße, das sind viele Leute. Was ist der Unterschied von VIP und CEO eigentlich? Hi, 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 hi. Darf ich dieses Auto nehmen? Hol die gefälschten Waren ab. Sehr gerne. Schönes Auto. Ich bin gespannt, wie schnell es ist. Ich will da eine halbe Minute. Also 40 Minuten. 40 Minuten. 40 Sekunden. Und ich kann so lange fahren, dass ich nicht gesehen werde auf dem Radar. Das sind eine Menge an Euro. Sterbengesellschaft, ja. Irgendwie habe ich fast immer Gesellschaft, wenn ich Drogen nehme. Hab den. Wieso bringen sich Leute um? Ich bin schon bei 800. Wieso soll ich da noch
dieses Zerrandat-Ding brauchen. So. Stopp! Scheiße! Nein, nein, okay, musst du bezahlen. Hat weniger funktioniert. Ah! Also, das heißt, dass. Als dieser Typ Uwu, ich werde gleich so krank mobben, bis du diese Lobby verlässt. Und der ist sogar VIP. Da hat sich auch selbst gefragt. So. Also VIP ist das für arme Leute, die sich keine Gebäude kaufen können. Also kein CEO-Gebäude. Aber glaub mir, wenn man sich VIP so lange kauft, bis man eigentlich ist VIP andersrum nötig. Stell dir vor, du kaufst gerade etwas für 50.000 Euro und danach, dann weg, Arschkarte. Dann unterstützt dein WLAN ab und danach, ja, weg. Ja, Hobbys wäre wieder da. Hab gleich Schule, aha. Na, ich müsste eigentlich heute auch Schule, aber meine Oma ist leider gestorben. Gestern. Deswegen bleibe ich. Eigentlich sollte ich nicht streamen. Eigentlich brauche ich Privatsphäre. Aber ich mag es sehr gerne zu reden. Hallo Dr. Zug, wollen Sie gerne sterben? Ich aber nicht. Bruder, ich verstehe meinen eigenen Text. Lassen Sie mich durch. Mein Auto! Mein Auto! Das war so unnötig. Der liebe Justin. Mir tut das irgendwie Pain in den Arsch, dass dieser Typ Uwu heißt und Level 79 ist. Aber so ein Trailer da zu wuchsen. Ah, Lacker. Wir haben bei meiner Schule so Gruppe A und Gruppe B. Aber ich muss jeden Tag kommen. Ich weiß nicht warum, aber ich muss jeden Tag kommen. Ich hab nichts Besonderes. Ich muss einfach noch jeden Tag kommen. Naja. Kannst du diese Brust zu so. Danke für den Tipp, Gitter. Aus dem Weg. Scheiße. Justin, bis wann hast du Schule? Bis 13:40 Uhr oder bis 16 Uhr? Wenn du bis 16 Uhr hast, dann tust du mir im Herz weh. Natürlich, ich bin um 13.40 Uhr auch und vielleicht sogar um 14 Uhr, damit du erstmal nach Hause ankommst, erstens was weißt du, richtig ankommst so. Währenddessen starte ich schon mal Stream, bereite mich vor, weißt du. Aber eigentlich will ich nicht so mit Leuten jetzt reden. Eigentlich einfach nur im Chat, weißt du. Ich sitze seit 4 Monaten zu Hause. Ja. Lacke, lacke. Oder ich guck auf Chat und knall gegen den Baum. Jetzt fuck. Hallo, gehen Sie weg. So. Ist diese Map, also dieses Radar auf Handys so groß? Stört das euch eigentlich? Oder auf was guckt ihr? Hat er Lucky Zauro? Nee. Schade. War 40 Minuten im Bus? Oder das ist ja Pain. Und von 8.05 Uhr Anfang der Schule? Wieso bin ich überhaupt hier in Alice-Ding da reingefahren? Weißt du, ich fange, also Kurztage sind 8.20 Uhr bis 13.40 Uhr. Und Langtage 8.20 Uhr bis 16 Uhr. Boah. Also bei Langtagen habe ich eigentlich keinen Bock zu streamen. Weil, weißt du ja, selbst erstmal so chillen ankommen und danach kann ja hier diese Fernseher vergeben sein. Kann ich nicht streamen. Man, ich liebe es, wie Leute einfach immer noch DeLorean fahren. AKA oder wie das heißt, Deluxe. Weißt du, ich hatte auch so Deluxe. Da hatte natürlich keine RPG und so einen Scheiß dran. Aber ich kam damit klar. Ich hab's gemacht, so dass ich so ein Ding auch fliegen kann. Weil mein Skill war scheiße.
beim Autofahren, aber mein Skill beim Fliegen war gut. Juden alte Zeiten. Da habe ich leider noch nicht gestreamt, aber ich das Solo hatte. Frage, bei mir oder bei Justin? Also bei mir fängt normalerweise Schule um 8:20 Uhr an. Ja. Aber es klingelt, wie wir diese arme Schule kennen. 8:17 Uhr. Boah, ich sag's dir, diese Schule ist so billig, dass der Boden nicht mal flach ist. Du siehst da einfach, Mann, ich bin so fett. Du siehst da einfach nur, wie die so Steine rausgucken vom Boden, Alter. Lebensgefährlich. Ich sag's dir. Prozent sind zwei Kisten. Das ist schon. 2k bezahlen für bisschen XP ist schon gut. Ich versuche mein XP zu pushen. Weil ich spät. Also arme. Oder arme. 7:30 Uhr. Das ist ja anders, Pain. Den modernsten Schule. Oh, läuft, Digga, läuft. Wie gesagt, meine Schule ist arm. Die ist so billig. Ich sag's. Diese Dinger, diese Schule wurde schon seit 8 Jahren nicht dekoriert. Chill, flieg nicht weg. Das war ein kleiner Schubs. Nicht mal Online-Charakter fliegen so weit weg. Und sag mal, das war dick. So. Da fliegt ein Flüger. Der ist super Meme-Kid. Oh, der ist schön. Lila Alien, böse. Unfall. Bei mir gibt es freies WLAN. Ja, bei mir auch, aber eigentlich ändern die jeden Monat WLAN. Aber dann sagen sie das uns wieder. Ich kann sie sogar schwören. Die werden bald das wieder ändern und dann werden die das wieder uns sagen. Was heißt für ein Crew, in ja, Türkei. Ja, Türkei. Weil ich auch Türk bin. Hier, guck. Das ist okay. Und der Boden ist so pinklich. Aber ich mache das nicht. Ah, scheiße, das ist Polizei, ne? Ja. Hi, hi, hi. Wie nett. Wie geht's euch denn? Nein, nicht da einsteigen. Nicht da einsteigen. Hi. Doch, ich belonge hier. Hey, what the fuck? Ah! Ich hab kurz auf Chat gelesen. Guck, du kannst einfach diese. Du kannst solche Missionen einfach hacken. Hacken, sag ich schon. Skippen, indem du einfach lässt. Ganz kurz anrufst. Guck, das hat mich nur 200 Euro gekostet. Nur. 200 Euro. Oh, Scheiße, da lebt einer. Supreme Miller Kid. Ich hab gefühlt, dass er mich wegspringen wird. Oh, das macht brauche ich selber. Scheiße. Scheiße. Ah, er ist rausgegangen vom Auto. Er ist ausgeschieden. Wenn er mit rechts kommt, dann werde ich ihn umbringen. Holy fuck. Ja. Yes. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Ufo in seinen Namen reinzutun? Ich frage mich das, wie kommt man überhaupt auf diesen Namen? Also eigentlich habe ich keine große Sache, wenn man hier diese Fracht von mir zerstört. Nur dass ich sehr viel Pain habe, wenn ich die Fracht verkaufe. Weil ich möchte ja nur das XP und nicht das Geld zu weisen. Mein Ziel ist es, mindestens Level 120 zu werden. Da ich viel Stuff unlocked, da muss ich noch, ich muss ein bisschen Sportrennen machen. Da ich, ja, ich hatte viel Rennen gemacht bei meinem alten Account, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, komm, ich bin ehrlich, ich hatte noch nie Bock auf Rennen. Naja. Du kannst die Spieler nicht beitreten, während du ein Lagerhaus besorgst. Okay. Katzen schlägen sich.
Was? Ich werde beleidigt wegen meines Autoskills. Das ist einer der Gründe, warum ich noch mal Deluxe will. Dafür bald sparen werden. Bling! Wenn man geht halt so. Schaut. Dann denkt man einfach so, mal UFO-Namen zu machen. Ja, weißt du, es gibt hier UFOs. Es gibt so anders UFOs. Ich kann mal gleich vielleicht in Story Mode gucken, ob diese E6 true sind. Nur, dass ich Story Mode dann durchspielen muss und ich beende dafür Stream. Und ja. Das schwierige Ding. Was? Wie soll ich das machen? Lass einer den Gefangenen raus? Oh, es gibt zwei. Oder es gibt zwei. Ja, natürlich gibt es zwei Spiele. Ich möchte mein Motorrad wieder. Ich fühle mich so alleine ohne es. Auch wenn mein Night Shark schneller ist. Nein! Ich hab keinen Bock nochmal neu anzurufen. Ja, beruhigen Sie sich. Guck, ich sag's dir, der wird jetzt vor mir spawnen. Nicht hinter mir, sondern vor mir. Auf dem Radar. Guckt. Scheiße doch nicht. Yes, yes. Sicher werden sie es machen. Ich mache, bis ich Level 50 bin, Cargo-Scheiße machen. Und dann mache ich ein bisschen Jobs oder so. Nach Chillisch chatte ich besser. Ja, weißt du was? Ich chatte und währenddessen verkaufe ich hier diese Cargo-Dinger. Außer weg. Ich kann nur mit großem Ape. Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, stimmt, Sakes, du hast jetzt Sonnenunterricht, oder? Dann mach das erstmal und danach komm, wenn du willst, wieder im Stream. Du musst nicht, komm, Digga. Mach erstmal deine, Schulsachen. Und danach meine ich. So, Pain in mein Arsch. Okay, alle verkaufen Sachen. Ich möchte auf die große Map gucken. Lassen Sie mich das machen. Das ist so ein Pain, wenn ich nicht darauf gucken kann. Danke. Ne, ich wollte eigentlich Spieler angucken. Guck mal, Level 22er in lila. Mensch, Mensch, Mensch. Sehr illegal. Nur grüne sind akzeptabel. Ja, ah, achso, nur Dienstag? Da habe ich das falsch gelesen. Ich bin dumm. Mal läuft, Digga, läuft's. Ja, ich hab immer noch jeden Tag. Aber dafür ist meine Schule scheiße. Aber es ist gut, dass ich jeden Tag, ja. Weil jeden Tag lernt man etwas Neues. Wie oft will ich noch jeden Tag sagen? Da wird du bei diesen Tagen hier Prozentrechnungen, Zinsenrechnungen, weißt du? Solche geilen Scheiße, Dinger. Story Modes, hier springen die weg. Geht hier online, ich spring vor dein Auto. Aua. Ich weiß nicht warum. Aber aua. Wie ist es überhaupt passiert? Drift! Ich schaff nicht driften. Ich hasse das auch. Ach, hier ist dieser eine CEO-Typ. Sollte dieser Typ sich teleportieren? Geh schneller! Büro zu klingeln. Nein, warte, war das ein Spieler? Ich guck das mal in meinen Stream. Ah, ich bin schon ein bisschen live. Warte, nein, mein eigenes Bett. Wo? Dann. Kein normaler Stream zeigt es mir nicht an. Yes, I want some snacks. Or I will shoot you in the face. Hi. Give me sex now. Scheiße. Ich wollte gestern mit mitspielen, sowas. Meine Spiel ist. Oh, what? Oh, ah. Ah, Bruder, das tut mir leid, Digga. Fuck, scharf gegen Pfand. Oh, erster Tod in der Lobby.
Ja. Hören Sie auf zu telefonieren oder ich werde Sie feuern. Ich hebe Kekse, also gib mir bitte. Nö, jetzt wirst du sogar perma gebannt vom Chat. Ja, ich bin krank vom Feiern geworden. Ja, schön. Ah, perfekt. Ich bin krank geworden. Ich habe schon 10.000 Euro für diese scheiß Cargo-Dinger ausgegeben. Aber dafür ist jeder eine Cargo-Dinger 10k wert. Das weiß ich, sonst würde ich sie schon längst erschießen. Gut, ich hab schon wieder gegen die Wand. Ah, ich bin der lustigste GTA-Spieler der Welt. Ding. Du bist gemein. Ja, ja. Weil ich krieg bin und mein Fenster auf ist. Nein. Wieso ist es auf einmal lebendig, Digga? War das nicht vorhin so abends dunkel, so schön? So ganz LS hat so geleuchtet. Nachher so BAM Nebel hier. Frisst Nebel und bisschen hell. Genau so sieht mein Morgen aus. Genau so sieht mein Morgen aus, manchmal. Du stehst auf, guckst nach draußen, es tut mir nicht leid, guckst nach draußen, dann ist so Nebel und so hell, weißt du. Ich habe einen Wecker um 6 Uhr aufgestellt, damit ich etwas machen kann, bevor ich zur Schule gehe. Ne? Oh, das war so pain. Brumm, brumm. Warte, ich muss noch runter. Ja, scheiß auf, ich kenne Abkürzung. Abkürzung for the life. Shortcut. Machen Sie Platz. Was? Ich hab ihn getroffen. Sag das schon, es gibt eine. Warte. Huch. The fuck passiert draußen? Warte mal. Achso, der Drucker. Ich dachte gerade. Oh, scheiße. Irgendwer verarscht uns. Ja, fuck. Ich gucke einmal draußen und dann scheiß dieser Druck irgendeine Scheiße raus. Aber Fenster zu machen. Der hat jetzt zwei Blätter rausgeschissen. Und die sind nicht mal von mir. Ein heiliger Geist lebt bei mir. Jawohl, geschafft, glaube ich. Komm bitte. Jawohl! Ah, ich hab den schon. Schöner Heli. Schöner Heli. Muss ich sagen. Der ist von GTA 4. Der ist von GTA 4. Ich habe das Spiel noch nie in meinem Leben gespielt, aber ich weiß es. What the fuck? Aber ich weiß, dass es dieses Heli von GTA 4 ist. Nico Bellic. Ja, ich kenne GTA, aber habe es aber noch nie in meinem Leben gespielt. Doch komm, habe ich einmal bei einem Freund so. Sie haben da gechillt. Nico Bellic ist zum Mars geflogen, weil wir so einen Glitch gemacht haben. Ach ja, diese guten alte Zeit, bevor überhaupt nicht mal GTA Online zur Welt gekommen ist. Ja, ich bin. Ja, natürlich komm keiner. Du kannst ja auch Cargo farmen und so weiter. Ich will hier nur ein bisschen XP haben. Damit ich hier Level 50 endlich bin. Ein paar Freunde einhole. Ich war Level 255, jetzt bin ich ein Low Level. Links und rechts, aber ich gehe rechts. Das ist ne, finde ich. Der linke war ne. Ich merke es sogar. Ich finde das Auto mit Tabak und Alkohol. Ganz langsam, ich bin ja professioneller Flieger. Vielleicht eventuell Luftreiniger oder ihr könnt ja auch hier von meinem Freund diesen Mod den Chat den YouTube-Kanal auch abchecken, der macht so Fortnite-Videos, der heißt glaube ich Stück Gaming, ich war lange bei seinem Kanal nicht mehr. Der Drucker scheißt wieder. So war sein Kanal. Name. Und er macht manchmal Fortnite-Videos. Streamt selten leider. Was mich traurig macht.
und enttäuscht von diesen Herren. Ja. Aber wie musst du reagieren, wenn ein Heli einfach vor dein Auto anhält? Ah, fuck! Natürlich einfach reinfahren. Gefunden. Lassen Sie mich. Sind Sie zu behindert? Seien Sie fertig zum Sterben. Ich sag es. Der hat mich ignoriert. Also hat er seinen Tod verdient. Bip, bip. Schade, hui. Scheiße. Kann ich da hinten gucken? Jawohl. Apropos, GTA ist sehr realistisch. Ja, wie viele Blätter scheißt dieser Drucker noch? Ich bin krank. Bitte DFK, JKM, okay. Dann. Richtig Arm gebrochen. Boah, ich finde das so unnötig, dass dieses Radar-Ding trotzdem angeht, obwohl ich da bin. Ich habe so Kriegsstand einen Orbi auf dem Kopf. Der sagte so ein Larry-Bisschen von der Ecke. Egal. Endlich hat es aufgehört zu schießen. Boah, gestern wurde ich gemobbt. Vorgestern war das. Gestern war ich nicht mal so richtig online, da habe ich nur geschrieben mit jemandem. Ja, fast nie Lust, so, egal. Das ist ein bisschen. Ja, du hast auf jeden Fall Kinder, genau. Das ist Weihnachtsscheiße. Ne, explosive Wünsche ist das. Meine Nase soll mir gleich Städtland gegen. Oh na, können wir machen, Digga. Können wir machen. Ich möchte nur hier diese Lagerhaus voll machen. Dann möchte ich das verkaufen. Weißt du? Mein Geld! Das scheiß Ding scheiß weiter! Ja, ich muss mal schauen. Genau. Fuck. Ah, oh, nein, mein Motorrad. Alles wegen ihnen. Sie missbrauchen von ihren Kaffeebecher. Jetzt schmeißen sie es weg. Der hat Geld rausgeschissen. Ich weiß, dass du ab Level 50 anders viel freischaltest. Du schaltest Autos wieder frei. Du schaltest Panzerung frei, Schnelligkeit frei. Die Sache ist, dieses Nightshark, ne? Der wurde gar nicht getuned. Also, der wurde nicht getuned, dass er schneller oder so ist. Das ist gar nicht, das ist eine normale Geschwindigkeit. Das kann ich sogar euch zeigen. Oder dir zeigen. Fuck. Und das Auto von meinem Freund, so ein Centaur, voll getuned, alles getuned. Trotzdem war ich schneller als dieses Auto von ihm. Grüne Centaur. Boah, wieso haben diese Leute alles, was ich habe? Hm, vielleicht bist du auch ein Level 50er. Fuck. Freut mich, dass ihr alle seid, da seid. Das macht mich glücklich, nachdem das, was gestern passiert ist. Chill, chill, chill. 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 Ich bin krank. Spaß. Oh, Motorrad! Das Motorrad. Da, Arsch hat's überlebt. Da war noch ein Motorrad. Ich hab doch nicht gesehen. Ne, da hat's verziehen zu sterben. Verpiss dich. Sogar runter zu schießen. Jawohl. Okay, jemand hat seinen Mic an. Oh, das ist ein Lang. Ja, guten Tag. Was geht ab? Keiner bist du was? Ah, na, okay, das ist gut. Drift. I take it this isn't a social call. Okay, was okay, I'll get you out of trouble. No problem. Du hast eine Yacht?
Achso, na gut. Ich verstehe dich nämlich ganz schlicht. Ah! Ups. Ich hab ein bisschen noch am Dalle. Naja, ich level mich jetzt ein bisschen auf, bis Level 50, dann können wir Deadline spielen. Achso, er macht das. Macht das, macht das. Bisschen laut, mein Deutsch. Bisschen laut. Bisschen laut ist diese hier. GTA hier. Okay. Ist eigentlich ein GTA-Sound zu laut? Geht das jetzt? Huch. Ne, ich rede eigentlich schon leise. Geht so, okay, das ist gut. Not good. We just lost the plane carrying our stuff. Whatever Scheiße. Happened to it, the tracker's still active. Find the crash site and salvage what you can. Scheiße. Der gibt dich zur Abschutzstelle. Das hört sich interessant an. Mobbing an der Bank. Oder what the fuck? Wie kann man so perfekt Unfall machen? Fuck. Hallo, ich möchte nur zuschauen, wieso werde ich erschossen? Nein! Ah! Also. Okay. Okay. Mein Auto wurde beschlagnahmt. Wie die Polizei einfach verschwunden ist. Okay. Okay. Wie, wie? Sehne. Was magst du eigentlich mehr? Normale Polizeiautos oder hier so SWAT-Autos? Du. Ob du normale Polizeiautos magst oder so SWAT-Autos? Also Polizei-SWAT-Autos. Naja, das ist echt geil. Vor allem diese Sirene, schon geil.
sehr aggressiv. Oh, Genick gebrochen. Benutze, kommst du mit so einem Partybus? Also gehst, fährst du so einen Partybus? Oh, läuft, Digga, läuft. Ha! Was machst du denn? Das ist geil. 65. Ich verkaufe mal jetzt diese einen Frachten. Boot. Ich muss ein Boot fahren. Mein eigenen Stream natürlich. Kennst du diese Deutsch? Wie sind das? Ne, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Shit. Oh, ich verstehe die solche Leute nicht, die einfach dann Stuff zerstören, wofür du so stundenlang gefarmt hast, nur für 5k. Und die Sache ist bestimmt so, die das nur machen, damit die dich aufregen. Oder wegen Spaß. Wie soll ich zum Boot gehen, ohne nass zu werden? Ist drauf einfach. Mein Handy ist nass. Schwimm noch rum, wir schwimmen auch noch mal. Das noch? Das noch? Echt? Wo bei dir? Oh, du, ah, du klaust ja auch hier da hinten dieses eine Ding. Du bist ja auch bei dieser eine Jetclone oder wie das ist. Auf einmal viel zu schauen. Nein, nein, tust du gar nicht. Du tust gar keine Leute umbringen mit BF. Habe ich noch nie gesehen. True, aber ich habe es echt noch nicht gesehen. Oh. War einfach so vorhin. Ein Zuschauer wurde noch so 3, 4, 5. Tamam, Habibi. Tamam. Dankeschön. Hab Spaß, gerne. Danke wegen gestern nochmal. Spaß. Viele passen noch. Geil. Scheiße. Jetskis. Oh, die HMM-Bot! Jawohl, göttlich, same. Spaß. Ich muss irgendwie zu dir nach ganzen. Da ist nämlich so ein gelber Punkt.
Schredder hier mit dem X? Schredder nur mit dem. Welcher? Also nix mit diesem Uwe am Ende, ne? UWO. Oder wie das heißt. Was hat die denn geschrieben, diese Person? Kannst du mir das schreiben, damit ich es lesen kann? Oder mach was, wenn du kannst. Musst du nicht. Echt? Naja. Das war's. Das ist eine Nachtclub-Aufgabe, die du machst, oder? Was fährst du da? Ich bin fast bei meinem Ort. So schon. Achso. Ach lol, ich dachte, du wärst ein anderer Typ. Ich dachte, du wärst so ein Typ, der da ganz oben auf der Map ist. Weil der tut gerade so ein Ding machen. Geil. Geil. Jo, ich bin fast fertig mit meinem Cargo verkaufen. Ich will 63,50 und hab eine Trophäe bekommen. Rang 50, das geht. Ja. Mach das. Geld. Was machst du da hinten? Eltern mich etwas gefragt haben. Bist du fertig oder was machst du jetzt? Hallo? Bist du noch da? Einen Moment, ich bin kurz auf Stumm. So, ich hoffe, jetzt geht das. Bist du schon im Job? Ja.
Das ist, ach so, stimmt, du bist nicht mehr. Was ist das denn? Ah, das ist, ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist, ich dachte, du meinst Deadline. Ist das Polizei-SWAT-Outfit? Ich möchte den auch. Weil ich feier das voll. Dieses Outfit. Alles ist so hell auf LSD. Ich kann dich jetzt nicht mehr hören. Ich erschieß dich nicht mal. Ich bin aber hier Arzt. Ich komme an, soll das irgendwie safen. Ich mach dann mal eine Party. Profil. Eingeladen in einer Party. Jo, ich muss kurz rausgehen, ja? Ja. Ich muss jetzt rausgehen. Okay. Warte, wenn ich... Wie kann man rausgehen? Okay. Doch, du gehst einfach dann auf Viereck. Also du gehst auf diese Nachrichten, nach drückst du auf Eck und nach kannst du nochmal X drücken und nach klickst du bist raus. Bin ich gerade dumm oder? Ich drück auf Viereck. Also geh auf dein Handy, danach drückst du ja, X. Bin ich. Und danach drückst du Viereck und dann steht hier sicher, dass du verlassen bist. Das wird nicht angezeigt. Den Kontakt in der Mitte, Jobliste. Ach so, Jobliste, ja. Ach so, und jetzt auf Viereck, bist du sicher? Okay. So. Ist es nur hier diese, dieses Outfit oder ist es auch hier, SWAT? Nee, es ist nur ein Paramedic Outfit. Na, schade. Also für Krankenwagen. Und wir können auch gleich hier Duffelbag machen. Was machen? Duffelbag, diese Tasche da. Oh ja, das wäre geil. Aber hast du das auch schon gemacht? Nein, aber ich weiß, wie es geht. Hoffentlich habe ich jetzt das jetzt auch, wenn ich irgendwie zum Fehler oder so gemacht habe. Okay. Oh, yes. Ich bin kurz auf stumm. Hallo, Test ist. Okay. Ich habe nur etwas getestet. Ich steck kurz mein Mikro aus. Warum dauert das so lange, Alter? Nein! Ich glaube, das wurde gepatcht. Deswegen gerade drauf, bitte kehre zu GTA zurück. Ich glaube, es ist gepatcht.
Scheiße, ich muss jetzt. Das ist noch richtige Verarsche, Alter. Ich glaube, die haben das Heavy, aber... Ja, das Outfit habe ich, glaube ich, nicht bekommen. Hast du überhaupt geguckt, wie es geht? Ich wurde gerade rausgekickt, das geht ja. Kann sein, dass seine Jobs gefixt wurden. Ich guck mal kurz. Oder warte, habe ich. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Warte kurz, ich gehe kurz. Aber das Outfit müsste mir dann direkt angezeigt werden. Als letztes anhatte. Ich hab das Outfit! Geil. Ich hab das Outfit, ja? Ja, nice. Wolfski. Warte kurz, ich muss kurz. Wie kann man eigentlich abspeichern? Du gehst zu Kleiderladen, danach drückst du ach, auf man kann gespeicherte. Auch Kleiderladen. Ja, dann gehst du auf gespeicherte Sachen. Da steht da irgendwo leere Outfit, drückst drauf und dann kannst du das machen. Du ja, darfst das heißt alles. Ich dachte, man kann von Inventar du, oder so. Du, also ich weiß, dass es glaube ich nicht geht, aber. Du darfst, ich sag wiederhole, nicht das Glitch nennen oder irgendwie Bug oder so. Du musst so Jeff oder Kevin, keine Ahnung, so ganz normale Namen nennen. So dass das nicht richtig geil aus. Ich weiß. So dass Roxanne nicht sass ist. Sass. Ich hatte mal so ein Noose Skin Outfit. Oh, die Lobby ist voll. Hoffentlich jetzt nicht. Pack das gleich weg. Ich glaube, ich mache einen Job. Ja, mach ich. Ich gehe kurz für Kleidergeschäft rein. Jo. Oh, wo sind die Kleidergeschäfte aller Marsch? Ich stell kurz zwei Mikros. Gleich auf Strom schalten. Also dich mal eine andere Party an. Weil ein guter Freund hat mich gerade eingeladen. Wenn es okay ist, dann lade ich dich auch ein. Okay. Naja, der Typ muss sowieso gar schon. Guten Tag. Navi? Hallo? Hi, hi, hi. Nevio. Wie du gestern gesagt hast. Emin? Fünfmal. Gib mir Scheiß drauf. Doch. Das doch.
Nein, Arme nicht mehr. Arsch. Ja, guten Morgen. Wir können hier jetzt auch diese Vorbereitung Ding machen. Du weißt. Hallo, mach mein Stream leise. Please. 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 Arsch. Genau. Du gehst, glaube ich, auf Party, Einstellung. Da steht hier Stimme zu. Oder auch machst du auf erlauben, glaube ich. Ach, scheiße, meine. So, hab ich, glaube ich, jetzt. Ja. Warte. So, hab ich, glaube ich, jetzt. Ja. Ja, hast du. Was los? Mensch. Was? Was los? Ja, geht nicht so gut, ja. Was ist denn passiert? Was? Was ist denn passiert? Bisschen Übelkeit und so, übel, ja. Also, ich hab so krass und so Schmerzen. Warte, muss ich noch die Story? Nee, ich kann jetzt GTA Online spielen. Kannst du mich einladen? Also ich gehe selber in GTA. Was? Ich gehe selber gerade in GTA. Urabura. Alles zu dir. Wegen das da? Ich sag's ja. Lieber nicht. Ja, ist es. Bei Gautama, ja. Kann ich irgendwie helfen? Ja, kannst du. Indem du ein guter Freund bleibst. Wow, ich dachte mehr helfen. Was? Wir sind doch Freunde, ich dachte mehr helfen. Vielleicht so ein bisschen Blitz machen, solche Schlachten bringen? Nee, passt schon, Digga. Könnte kommt. Ey, ich hab fast selber geweint, ne? Oh, ja. Wegen dieses Audio. Mach dir keinen Kopf darüber. Also, ich, es so war like dunkel, es war dunkel, Bruder. Du hast mir echt leid getan, du hast so... Also ich sag's jetzt lieber nicht so, aber du hast mir leid getan, ja. Ja. Also wie man das immer nennt, ich glaube, das nennt man Beileid, oder? Keine Ahnung. Ich sag, also das hat mein Frau Braun auch gesagt, wo mein Opa gestorben ist. Deswegen sag ich auch mal Beileid, keine Ahnung. Also, du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Nicht böse gemeint. Naja. Sorry, wegen meinem Hintergrund, wegen meiner Penetration an mein Mikro. Level 8 und der ist schon im CEO. Lass mich jetzt ein oder bist du noch nicht GTA Online? Ich bin in GTA Online. Ich fliege sowieso jetzt gerade nur zu ein Ding, damit ich dich nicht unnötig einladen muss. Aber doch, stimmt ja, du musst mich einfach einladen, dann kann ich einfach rein, ne? Ja. Hier, so, warte, ich komme jetzt rein. Warte, das ist schwarze Heli. Und so. Jeder weiß, dass schwarze Heli besser sind als andere. Spaß. Ich komme irgendwie nicht rein. Warte mal. Hä, hey, bei mir habe ich schon ein Update. Was für ein Update ist das? Bei mir sieht man das nicht. Hä, hey, was lässt mir gerade runter? Hä? Was für ein Spiel ist das? Ich glaube, ich kenne das gar nicht. Ich kann Sprachenlernen, Bubble. Fortnite. Jetzt weißt du, was ich meine mit Kotzen. Ja. Ja, das meiste, was mir leid wehgetan hat bei diesem Tag, war, ich meine Oma am Weinen gesehen habe. Wo also, weinen? Ich habe ja nur noch eine einzige Oma und meine eine einzige Oma lebt
fast bei uns. Also, die lebt in Deutschland. Die lebt 5 Häuser weiter weg und ja. Ja. Die ist dann hierhin Ah. gekommen, hat sie herausgefunden. Ah, dann hat die geweint. Ja. Wegen deiner Oma. Aha. Ist deine Oma Uroma oder Oma? Oma. Ich hatte ich keine Ahnung mehr habe, was sie jetzt macht. Warte, warte, was meinst du? Was am Ecken? Oma. Du bist am Lenken. Ich bin gar nicht am So, jetzt besser, sag's nochmal. Ich hatte aus Versehen, sage ich mal, Oma gesagt. Hä? Ich glaube, der Hetz ist kaputt. Hä? Ist es nicht so fisch? Oh, ich Mama. höre mich ganz doppelt, was ist das? So, jetzt muss es funktionieren, warte. Ja, jetzt muss, so, sag ich jetzt nochmal, jetzt ist alles. Hallo, testest du es mich? Ja. Was ist los? Nix, nix, ich höre dich, okay. Testest mich. Okay, so, jetzt Headphone. kannst du nochmal sagen. So, es tut mir leid, dass meine Oma hierhin gekommen ist und geweint hat. Da, hast du es Musst du jetzt? so laut auf den Zettel kommen? Musst du es, mein armer Hund? Ah, fuck. Tja, nein. Ich bin so ein netter Junge, will dir helfen und du tust mir weh. Ja, Hey. ist es schön. Wow, danke. Ich Der weiß, verfällt komm, sich. ist nicht schlimm. Aber ich kann, wir dürfen uns nicht beleidigen, ne? Ja. Ja, ich hab's aber schon vergessen. Aber ich hab ja noch nicht beleidigt, ne? Noch nicht. Ich hab Erste Mal. das erste Mal, ich hab dich noch nie beleidigt. Ich mach ein bisschen, manchmal, manchmal. Ja, ich mache jetzt sehr viel sogar, leider. Endlich. Ah, Aber war der wir. Frick. Ich Ja, brauche wenn Snacks. wir Para machen, dann musst du es mit Maus machen, ne? Ja, ich weiß. Du sagst die Vorbereitung ist schwer, warum?